Leute, was geht ab? Und zwar, ihr fragt euch gerade sicherlich, wo ich bin, aber ich beobachte den Paulberger Shop. Und zwar, das ist ja mein Hund. Und der rennt hier den ganzen Tag rum, Leute. Und ich beobachte den gerade so ein bisschen heimlich, weil ich irgendwas komisch bei dem finde, Freunde. Der macht richtig komische Sachen. Guck mal, der rennt da die ganze Zeit oben rum. Dann geht er mal zu seiner Hundehütte und dann geht er in die Hundehütte rein und er verschwindet einfach, Leute. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass Chop irgendwie in der Hundehütte irgendwas versteckt oder irgendwie da so ein geheimer Tunnel ist oder irgendetwas, Freunde. Und das werden wir heute untersuchen. Guck mal, jetzt passiert's wieder. Seht ihr? Guck mal, er geht runter. Und jetzt geht er gleich in seine Hundehütte. Safe. Pass mal auf, pass mal auf. Und? Hä? Guck mal, er steht da. Und ist weg. Checkt ihr, was ich meine, Leute? Da unten wird nämlich safe irgendein Tunnel oder so sein, wo man reingehen kann. Und das hat irgendwie noch keiner herausgefunden, Leute. Ich würde mal sagen, wir gehen da hin und werden das Ganze mal untersuchen. So, Leute, das ist hier die Hundehütte, Leute. Keine Ahnung, warum der hier so eine Schmalspur-Variante hat. Aber irgendwie, eigentlich sieht das alles ganz normal aus. Und hä, da steht auch gar nicht, ich hab eine neue Hundehütte. Leute, wartet mal, ich drück mal jetzt hier und gehe jetzt mal hier rein. So, also bisher, und... Hä, Leute, was ist das denn? Wo bin ich denn hier gelandet? Nein, Alter, Chop hat hier wirklich einen riesen Tunnel, Leute. Wir sind hier einfach reingekommen. Wie krass ist das bitte? Oh, guckt euch mal an. Ja, Leute, guck mal. Das ist mir klar, dass Chop hier mal ein paar Haufen geballert hat. Super. Und wieso ist hier so viel Geld drin? Hä, hat der uns ausgeraubt oder was? Leute, ich dachte nicht wirklich, dass Chop hier so einen heftigen Tunnel gegraben hat. Aber der Typ ist wohl wirklich krasser drauf, als ich gedacht habe. Und hier vorne finden wir auch direkt... Ey, hier ist einfach noch mehr Kohle, Leute. Und guckt euch das mal an. Bro, hä? Wie viele Tunnel gibt's? Da hinten geht's doch weiter, Leute. Das ist ja unendlich lang. Okay, keine Ahnung, wo es hier lang geht, Leute. Ich würde sagen, lass mal reingehen hier in den ersten Tunnel, Leute. Ich weiß auch gar nicht, wo Chop gerade hin ist. Der ist ja gerade hinterher. Wir werden mal gucken, Leute, wo der Tunnel hier hinführt. Ich gehe mal rein hier. Zack. Guck mal. Ey, Leute, was der hier an Kohle gebunkert hat. Wieso gibt der uns denn nichts ab? Das sind ja hier bestimmt 500 Millionen. Let's go, wir gehen rein. Hä? Wo sind wir hier? Hä? Nein. Was? Leute? Chop hat hier straight einen Tunnel in die Bank von Los Santos geballert. Das gibt's doch nicht, Freunde. Ich glaube, ich drehe ruhig. Was ist das denn hier? Hier sind die ganzen Schließfächer, alles drum und dran. Ey, ich kann das nicht glauben, dass der hier... Und deswegen hat er auch so viel Kohle in seinen Tunnel. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Also, ich muss sagen, ehrlich, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass der Paulberger so schlau ist. Aber ich gehe jetzt mal schnell wieder zurück, nicht, dass hier noch die Polizei oder so kommt. Also, das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Falls wir noch ein Geldproblem haben, Freunde, werde ich einfach jetzt hier in den Shop seinen Tunnel gehen und werde mir das ganze Geld gönnen. Das ist ja wie ein unendlicher Money-Glitch. Zu krank, ne? Ich müsste das alles einsammeln, aber das machen wir später, Freunde. Ich will natürlich auch nicht, dass der Paulberger irgendwie denkt, dass wir hier keine Ahnung, dass hier irgendwas fehlt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, hier irgendwie so ein... Hä? Ganz viel tote Fische und so. Okay, gut. Da gucken wir mal später rein. Vielleicht da hinten noch. Ich will mal gucken, was da... Nein! Guck mal, Leute, da ist irgend so ein gelber Tunnel. Wo führt der denn hin? Hä? Habe ich ja auch noch nicht gesehen. Das sieht so ein bisschen Minion-mäßig aus. Geht es hier etwa zu den Minions oder was? Keine Ahnung, Leute. Wir gehen mal einfach da rein. Let's go. Hey, Leute, wo hat Chop uns denn diesmal hingebracht? Und zwar, oha, hier ist auch so eine Hundehütte und so. Hier ist er gerade rausgekommen, Leute. Und da vorne läuft er schon. Jetzt bin ich echt gespannt, was er hier bei diesem komischen Haus hier treibt. Aber so bisher sieht ja alles normal aus. Hier sind irgendwelche Bananenhunde, Leute. Hä? Was hat Chop denn hier zu tun bei Bananenhunden? Aber das Haus, Freunde? Hä? Nein. Sagt mir bitte nicht, Chop hat eine andere Familie, Leute. Und er hat mich nicht mehr lieb und hat sich deswegen andere Leute gesucht. Ey, was ist das denn? So, wir werden ihn mal ein bisschen beobachten und gucken, wo er hingeht. Guck mal, er geht da nach unten. Hä, okay. Und Gamers. Was für ein Gamers, Leute? Ist das ein Gamerhaus oder was? Was soll das denn? Freunde, das ist Hallo, ja... Chop, da bist du endlich. Leute, mein Lieblingssohn, Bananas. Chop, hör mir mal ganz kurz zu. Wenn du genauso weitermachst, dann werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Verstehst du das? Bananas, verstehst du das? Wenn ja, mach mal Sitz. Mach Sitz, mein Lieblingshund. Genau. Hör mal zu, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Komm mal her, Chop. Siehst du das? Die Höhle, wo du neulich warst, in dem Tunnel? In diesem geheimen Supertunnel. Da musst du nämlich die Beute herholen. Kriegst du das hin? Bananas! Du kriegst das hin, oder? Fein machst du das! Und jetzt geh! Leute, Leute, du musst hier hoch. Was hat denn Chop mit den Minions zu tun, Alter? Was ist das denn, Leute? Wir müssen aufpassen, dass Chop uns nicht sieht, Leute. Weil der wird jetzt wahrscheinlich wieder zurück in den Tunnel gehen und wir müssen ihn mal gleich verfolgen. Aber ich will die Typen auf jeden Fall zur Rede stellen. Was das soll, das kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, guck mal hier. Chop geht direkt straight wieder zurück, wahrscheinlich in den Tunnel. Ich werde mal gucken, wo der hingeht, ob er da wirklich hingeht oder ob er irgendwo anders hingeht.
Guck mal hier, guck mal, er geht direkt, zack, Leute. Ja, ja, guck mal, er geht direkt wieder rein. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich muss ihn mal zur Rede stellen, was der hier mit Shop zu tun hat, Leute. Und hier unten sieht das auch irgendwie richtig crazy aus. Sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt hier so ein richtig krankes Gaming-Zimmer gibt. Leute, oh mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Guckt euch das mal an. Ey, das ist ja wirklich ein absoluter Dream. Boah, guck mal hier, der PC da oben an und so. Aber was? Ey, das sind irgendwelche Hacker, Leute. Ich glaube, das ist irgend so eine Hackerbande oder so. Aber wo ist der Typ von eben hin? Das war doch irgend so ein Minion gewesen. Oder der sich verkleidet hat als Minion. Okay, hier ist sein Schlafzimmer. Boah, das sieht so geil aus. Das ist hier wirklich... Bananas, Bananas. Was macht der? Bananas. Hey, ich mache hier meine Geschäfte. Wer bist du? Raus aus meinem Haus. Wir haben dich hier gefunden. Raus hier. Oh, ey, lass mich in Ruhe, Alter. Lass mich in Ruhe. Wenn ich dich bekomme, werde ich dich... Oh mein Gott, Leute, wir müssen weg. Wir müssen schnell weg, zurück in den Tunnel. Oh mein Gott. Ey, mit dem Typen will ich jetzt kein Problem, weil der war ein bisschen action. Wir gehen zurück in den Tunnel. Also das war wirklich richtig unheimlich gewesen, aber ist das hier ein neuer Eingang oder was? Was ist das denn? Hä, den habe ich ja vorher gar nicht gesehen, Freunde. Irgendwie der Tunnel von den Minions hat uns jetzt irgendwie hier hingebracht. Aber was hat Chop denn hier vor und wieso sind hier so richtig teure Diamanten, ey? Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Ist das hier irgendwie so eine geheime Diamantenmine? Ey, Chop muss ja reicher sein. Ey, nein, nein, nein. Wo geht's denn hier runter? Bro, wie fleißig war der? Guck mal, der muss doch den ganzen Weg bis nach unten gebuddelt haben. Gut, ich werde da direkt mal reinrennen und dann mal gucken, was das auf sich hat mit diesen ganzen Diamanten, die da gerade waren. Hey, guck mal, wie lange man hier rennt, Leute. Da rennt man hier erstmal eine halbe Stunde diesen Weg herunter. Guck mal, da oben, da sind wir runtergekommen. Zack, und jetzt sind wir gleich drinne. Das gibt's doch nicht, Leute. Der hat einfach eine Diamantenmine gefunden. Ich würde mal, ey, ich wollte eigentlich keinen einsammeln, Freunde, aber hier sind so viele Diamanten. Ich glaube, wenn einer fehlt, das fällt nicht auf, oder? Ich werde mal jetzt den hier einsammeln und mal gucken, wie viel so ein Diamant wert ist. So, zack, Leute, Diamant eingesammelt. What? 50 Millionen hat der gebracht? Nein. Ey, ich dachte, da liegt schon viel Geld, aber dass die Diamanten 50 Millionen bringen, das ist ein bisschen zu übertrieben, oder? Ich frage mich aber, wo der Paul Berger ist, Leute. Wir hatten ihn noch... Was? Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Spielparadies oder was? Wir hatten doch gerade Shop noch gesehen bei den Minions und seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich, Leute, ich sag, guck mal hier, das ist auf einmal ein neuer Tunnel hier. Das sind hier so viele verschiedene Tunnels, da verliert man auch echt schnell den Überblick. Und das ist hier irgendwie Spielparadies oder was? Guckt euch das an. Hier, Billard, Spiel, Spaß, Freude. Das ist wahrscheinlich das Spielzimmer von Shop oder was? Und wieso ist hier eine Krähe drinne? Ist das Shop etwa, hält Shop als Haustier noch ein Haustier? Ich habe keine Ahnung. Also der feiert auf jeden Fall Weihnachten und hier so eine kleine Plüschtiere. Sehr, sehr geil. Okay, ich bin mal gespannt, wo dieser Tunnel uns hinführt. Hallo? Hallo? Wo bin ich denn hier gelandet, Leute? Alter, das ist einfach hier Shops Spielwiese oder was? Guck mal, Leute, das ist einfach ein riesen Freizeitpark, wo der Paul Berger wahrscheinlich immer unterwegs sein wird. Und oh, guck mal, hier ist auch... Ey... Könnte das sein, dass extra der Tisch hier immer für Choppy gedeckt wird, dass er hier sich den Magen auch vollhaut? Also sieht auf jeden Fall extrem nice aus. Und oh nee, Leute, ich gehe hier aber nicht weiter rein, weil ihr seht schon, guck mal Leute, dieser Ballon, der hier ist, der hier einfach in der Luft, ein roter Ballon. Und da sitzt ein riesen fetter Clown drauf. Nee, Freunde, wir haben Besseres zu tun. Ich muss den Tunnel von Chopper Kunden wieder zurück rein da, ab rein. Boah, okay Leute, der Freizeitpark war schon ziemlich cool gewesen, aber das ist jetzt nicht so den Ort, den ich mir jetzt unbedingt angucken will, weil ich will gucken, was der hier für komische Gemeinheiten macht hier unten. Und guck mal, ey Leute, also wäre ich Shop, dann würde ich hier mal längst aufräumen, weil diese ganzen Scheißhaufen hier, die werden ja immer wilder. Hier liegt Zeitung, Pizzakarton, kein... Guck mal, hier ist noch ein Weg. Okay, und hier hinten... Oh mein Gott, jetzt wird's richtig gruselig. Guck mal, hier liegt irgend so ein Zeugs runter, hier... da. Und hier ist auch irgendwie, keine Ahnung, was das hier für ein Weg ist, Leute. Ich gehe da einfach mal hin. Hä, Leute, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Guck mal, wir sind in irgendeinem Laden. Oh, da vorne ist Chop, Leute. Okay, wo geht der denn jetzt hin? Hey, das hallo, ist ja... Choppy, da bist du ja. Mein Lieblingshund. Hier, Choppy, bist du hier wieder, um ein bisschen Essen hier zu holen? Gönn dir das hier. Ey, ein bisschen Fleisch für dich. Nimm das, Choppy. Hier, nimm das. Was ist denn los? Warum bist du heute so merkwürdig drauf? Ist was passiert, Choppy? Hey, Leute, guck mal, der holt sich hier einfach Essen ab. Was ist das denn? Nein, machst du das? Das ist ja ultra krass. Ey, das hätte ich ja nicht gedacht. Okay, Leute, hier ist auf jeden Fall... Willst du noch eine Banane haben, oder was? Da kann Choppy auf jeden Fall drinnen bleiben. Ich gehe mal wieder zurück in den Tunnel.
Also, dass Shop jetzt mittlerweile in den Supermarkt chillt, mit seinem Besitzer alles drum und dran, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber okay, hier haben wir... Oh mein Gott, Leute, was ist... Bro, Bro, ich weiß nicht, ob wir hier reingehen sollten. Ey, was hat der Paul Berger denn hier gemacht? Guck mal, Leute, hier liegen... Oh, was war da vorne, eine Krähe? Hier liegen überall also Menschteile rum und so. Alter, und Blut ist an den Wänden. Ich glaube... Oh nein, ich glaube, wir sollten da lieber nicht reingehen. Oh nein! Ey, Leute, ich bin jetzt hier gerade im Wasser einfach so gefallen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Job auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wo der unterwegs ist, aber... Okay, der ist hier direkt vor uns. Okay, okay, okay. Ich habe natürlich wieder den richtigen Riecher gehabt, Leute. Ich wusste direkt, wo der Paul Berger sich rumtreibt. Und wo sind wir denn hier? Leute, was ist das denn hier für ein unheimlicher Ort? Ey, der hat ja seine Tunnels, gehen ja über die ganze Karte anscheinend. Das sieht mir doch hier aus wie ein Teil vom Human Labs. Ey, das ist mir ein bisschen zu krass hier. Aber was treibt der denn hier? Das verstehe ich ja gar nicht, Leute. Also, dass er so zum irgendwelchen Sachen hingeht, wo es verrückt ist, kann ich ja verstehen. Aber hier, Leute, hier ist ja absolut gar nichts. Okay, der geht hier in den Fahrstuhl rein. Okay, dann werden wir ihn jetzt erstmal fahren lassen mit dem Fahrstuhl, Leute. Und wir nehmen dann einfach den nächsten. So, Leute, ich bin jetzt hochgefahren. Aber wo ist Shop denn? Das sieht mir doch aus wie das... Das ist sogar das Human Labs. Oh nein, Leute. Ich habe schon die Vermutung gehabt. Aber will sich hier Job zum Super-Job weiterentwickeln? Oder was ist hier... Was geht hier ab? Ey, was treibt der denn hier? Und das war ja auch dieser Tunnelabschnitt, Freunde. Der war ja auch übelst gruselig gewesen. Und da war ja überall Blut. Deswegen traue ich mich hier gar nicht hin. Deswegen frage ich mich auch... Leute, was ist das? Oh mein Gott! Hä? Oha, Leute! Job kämpft einfach gegen den Werwolf, warum denn das? Ey, ich check gar nichts mehr, der Hund ist ja vollkommen krank, Leute, jetzt ist er wahrscheinlich auch zu stark! Ey, was geht hier? Hä, wo rennen die hin? Okay. Job rennt ihnen hinterher, Leute? Der Werwolf ist irgendwie schon ziemlich doll verletzt, Alter. Ich check jetzt gar nichts mehr. Guckt euch das an, Leute. Aber warum macht Job das, Alter? Ist das hier wegen den Minions oder was? Ich check das nicht. Ey, das ist so strange, Leute. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Job hat ihn einfach fertig gemacht. Und isst ihn jetzt auf? Ey, Leute, ich sehe bei diesem Hund einfach nicht mehr durch. Wieso ist Job diesen Werwolf auf? Ich check's nicht, ey. Ich verstecke mich mal schnell hier in die Ecke, Leute. Okay, Leute, ich glaube, jetzt hat er genug gegessen und jetzt geht er wahrscheinlich zurück zum Tunnel. Ja, wir werden ihn einfach mal weiterverfolgen. Ey, guckt euch das an hier. Ey, der arme Werwolf, der regt sich ja gar nicht mehr. So, Leute, ab geht's zurück im Tunnel und dann bin ich mal echt gespannt, wo der als nächstes uns hinführt. Das wird ja immer krasser. Okay, Leute, also bisher, er läuft wirklich einfach wieder zurück im Tunnel. Bisher kann man hier auch nichts weiter erkennen. Guck mal. Choppy, komm. Hä? Wir haben ein Problem. Ich glaube, der eine, der bei mir eingedrungen ist. Bananas! Der will uns auf die Schliche! Das dürfen wir nicht zulassen! Also komm mit, lass uns schnell beeilen! Bananas! Komm mit, Choppy! Okay, Leute, jetzt sehe ich gar nicht mehr durch. Alter, was hat der denn damit zu tun und was haben die geplant? Ich weiß nicht, Freunde. Aber ich werde auf jeden Fall noch die letzten Dinger von Choppy beobachten, Leute, und gucken, was da drin ist. Also das ist alles wirklich ziemlich merkwürdig.